Geschichte, die auf Weihnachten hinführt. Und es gibt ja diesen berühmten Film Love Actually, in dem sich viele Konstellationen von Menschen begegnen auf Weihnachten hin. Und ich glaube, in der Hinsicht soll man das denken. Weihnachten ist ein so überfrachtetes Fest und jeder erwartet so viel, dass es oft am Weihnachtsabend eine Krise gibt. Und auch davon wird dieses Stück erzählen. Und da muss man sich auch mit der Zeit vor Weihnachten beschäftigen.